Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Das Sams hatte Herr Montag, Robinson Crusoe hatte Freitag und die Addams Family hat Wednesday und die bekommt jetzt auf Netflix ihre eigene Serie. Und damit hallo und willkommen zu unserem Ersteindruck zu Wednesday, der neuen Netflix-Serie, die ihr ab dem 23. November exklusiv auf dem Streamingdienst sehen könnt. Wir konnten vorab die ersten 4 Folgen sichten. Mit wir meine ich zum einen die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und den Dominik. Hallo Dominik. Moin Moin, eine Serie, die unter anderem auch noch an einem Mittwoch erscheint. Ob das reiner Zufall ist? Definitiv nein. Hier habt ihr es zuerst gehört, dafür hat sich das Einschalten doch jetzt schon gelohnt. Ihr Lieben, bevor wir über die Serie an sich reden, erstmal so eine allgemeine Frage. Kennt ihr die Addams Family? Was haltet ihr von der Addams Family? Und habt ihr euch auf die Serie vielleicht auch deswegen gefreut? Dominik, wie sieht es bei dir aus? Also ich kenne natürlich die Addams Family, die beiden Barry Sonnenfeld-Filme aus den 90ern natürlich. Alles drumherum nicht so. Ich habe auch vorhin nochmal auf Wikipedia gesehen, dass die Addams Family zurückgeht bis in die 30er Jahre, also diese Comics von Charles Addams. Und weil ich war nämlich immer überlegen, weil ich kannte als Kind halt eher die Monsters und ich habe beides immer so ein bisschen durcheinander geschmissen und dachte immer, das eine hätte beim anderen geklaut. Aber mittlerweile kann man sagen, ja, die Addams Family gab es wirklich zuerst und dann später die Monsters. Aber ich kannte es und habe mich insbesondere dann doch auf dieses Spin-off gefreut. Ja, ein Name kann ich einfach nur in den Raum stellen, Tim Burton. Ne? Ich bin im Grunde auch mit den beiden Filmen aus den 90ern, sage ich jetzt mal, groß geworden. Ich habe die sehr oft gesehen und mag die auch total gerne. Habe dann auch später erst festgestellt, dass es eben auch so eine Schwarz-Weiß-Serie gibt und die kam dann irgendwann mal wieder im Fernsehen und da habe ich auch die ein oder andere Folge davon gesehen. Und ich mochte die Serie auch. Alle anderen Filme, die dann danach kamen, habe ich ignoriert, sagen wir es mal so. Ja, also im Prinzip ist das jetzt so unisono eine Geschichte, denn auch ich kenne halt hauptsächlich die Filme aus den 90ern von Barry Sonnenfeld. Ich habe auch relativ spät erst erfahren, dass dahinter ja wirklich, glaube ich, ganz am Anfang waren es Comic-Strips und dann halt später so eine Schwarz-Weiß-Serie, die ja wohl, glaube ich, damals auch wirklich mit den Monsters so ein bisschen konkurriert hat. Die Monsters übrigens auch sehr. Und die beiden Filme von Barry Sonnenfeld finde ich ganz, 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 ganz großartig. Ich habe sie letztens nochmal geguckt. Das sind wirklich hervorragende Filme. Ich würde sogar sagen, das sind die Tim Burton-Filme, die nicht von Tim Burton sind. Und Tim Burton hat ja wirklich diese Serie mitrealisiert. Er hat sogar die ersten 4 Episoden inszeniert, was, wie Dominik schon angemerkt hat, mit einer der Hauptgründe für viele Leute ist, da vielleicht mal reinzuschauen. Mhm. Tatsächlich war mein Hauptgrund aber wirklich reinzuschauen, einfach weil ich die Addams Family sehr mag. Es gab ja jetzt in den letzten 3 Jahren auch, glaube ich, 2 Animationsfilme und die fand ich nicht gut, die fand ich sogar relativ furchtbar und hatte jetzt viel Hoffnung und Vertrauen gesetzt auf halt eben die Netflix-Serie, denn zum einen, Netflix ist dafür bekannt, im Guten wie im Schlechten den Machern viel kreativen Freiraum zu lassen, zum anderen macht Tim Burton mit, das sah für mich nach einer guten Chance aus, dass das mal wieder wirklich was richtig Schönes wird zum Thema Addams Family und jetzt muss ich sagen, nach 4 Folgen war es für mich dann eher eine Enttäuschung, denn ich habe dann was registriert, was eigentlich schon abzusehen war, wenn man auf den Titel guckt, denn die Addams Family an sich spielt zumindest in den Folgen, die wir schon vorab sehen konnten, nämlich die 4 Tim Burton Folgen, eine relativ marginale Rolle, denn es geht relativ klar um Wednesday, die hier gespielt wird von Jenna Ortega, heißt die gute Frau, die wir zuletzt gesehen haben in X oder im Scream 5. Die macht ihre Rolle auch wirklich ganz, ganz toll und hervorragend. Es ist übrigens auch sehr schön, dass in der Serie auch Christina Ricci, die Wednesday ja schon in den 90er Jahren gespielt hat, auch eine sehr wichtige Rolle hat. Ich sage jetzt sehr viel, um diesen Punkt nicht klar auszuformulieren, aber ich tue es jetzt. Ich finde, in den ersten 4 Folgen, ich fand, das war eine schöne Serie, aber ich bin schon enttäuscht, weil es ist keine Addams Family Serie. Dominik, wie siehst du das? Also unter dem Aspekt kann ich es nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich insgesamt doch sehr positiv überrascht bin und ich kann mich dem anschließen, was du so, nachdem du die ersten 4 Folgen Intus hattest, als allererstes von uns drei Hübschen in unseren Chat geschrieben hattest, nämlich Tim Burtons Hogwarts. Und für mich fühlt sich diese ganze Serie wirklich an, als hätte Tim Burton
sein eigenes Harry Potter gefunden und hat bei mir auch so ein bisschen Wehmut oder so, was wäre, wenn Tim Burton schon den allerersten Harry Potter damals inszeniert hätte, weil in meinen Augen wäre er da der perfekte Kandidat für gewesen, aber das ist ja jetzt auch für die Addams Family und insgesamt muss ich sagen, bin ich recht positiv angetan. Ich muss sagen, ich mochte jetzt die ersten 4 Folgen auch, also mir hat es Spaß gemacht, die anzuschauen und ich werde mir jetzt auch den Rest noch anschauen, aber ja, also viel Addams-Family-Bezug hat man wirklich nicht. Also es ist halt eben hauptsächlich der Fokus auf Wednesday gerichtet, dass die eben jetzt in dieser Schule für übernatürliche Wesen ist. Aber gut, wenn es jetzt, es hätte auch jede andere übernatürliche Persönlichkeit sein können. Jetzt ist es in dem Fall halt Wednesday Addams. Wie gesagt, die Schauspielerin macht ihre Sache sehr gut, aber personenmäßig, namenmäßig wäre es jetzt für mich auch austauschbar, was aber der Qualität der Serie, finde ich, keinen Abbruch tut. Was ich halt so schade finde, ist jetzt nicht nur, weil die Addams Family halt kaum vorkommt, aber der Reiz aus diesem, ich nenne es mal Franchise, dieses Addams Family, ist ja einfach dieser Culture Clash. Du hast einmal diese sehr düstere Familie, die aber trotzdem sehr liebenswert ist, die aber eher so in Richtung, ich sag mal, Gothic ist, ja, die immer wieder kollidiert mit der in Anführungszeichen normalen Welt. Das Problem ist aber, ein Problem jetzt hier bitte in dicken Anführungszeichen, ist aber, dass diese Schule, diese Nevermore Academy, auf die Wednesday geschickt wird, die ist halt keine normale Schule. Das ist halt, wie ich schon Dominik sagte, auch so eine Art Hogwarts. Da sind nämlich Nymphen, da sind Sirenen, da sind Meerjungfrauen, da sind Werwölfe. Das heißt, du hast diesen Reibungspunkte so richtig, also gar nicht mehr so richtig. Und das finde ich irgendwie, es fehlt mir einfach. Du merkst es halt nur eben, wenn die halt in die Stadt gehen und halt da auf die normalen Leute treffen, dann merkt man schon, dass da die Barrieren da sind und die Leute der Stadt halt sagen, hier sind die Komischen aus der Schule. Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass so jetzt so diese Besonderheiten von, sage ich jetzt einfach mal, Metawesen nicht so zum Tragen kommen. Das stimmt schon irgendwo. Also man merkt schon, dass die deutliche Unterschiede manchmal zueinander haben, aber alles in allem ist es eigentlich doch ein Internat mit ja, ein bisschen übernatürlichen Elementen, aber eigentlich mehr so zwischen den Zeilen, würde ich sagen. Was dem Ganzen für mich aber tatsächlich keinen Abbruch tut. Wie gesagt, ich habe ein wahnsinnig starkes Harry Potter-Feeling bei dieser Serie. Vor allen Dingen bei dem Bootsrennen. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, 4 Teams, 4 Gruppen. Vier Häuser, klar. Genau, richtig. Also das stimmt schon. Es gab mehrere Szenen in den ersten 4 Folgen, wo ich dachte, irgendwie fehlt jetzt noch der Lehrer, der sagt, 5 Punkte für Gryffindor. Ne? Genau. Das fehlt halt. Wobei, du hast ja schon gesagt, Dominik, du hättest gerne Tim Burtons Harry Potter Version gesehen. Mhm. Ich finde aber, bei Wednesday sieht man auch sehr deutlich, warum sie nicht genommen haben. Denn Tim Burton mag es sehr düster, die Serie ist düster, sie ist verspielt düster, aber sie ist stellenweise, also ich war überrascht, wie brutal die teilweise ist, denn es gibt ja eine Art, ich sag mal Monster, ich will da jetzt nicht zu näher ins Detail gehen, aber wenn das einen Menschen zwischen hat oder irgendeine Figur, dann spritzt das Blut und dann sieht man auch schon mal klaffende Wunden mit ein bisschen Eingeweide rum. Also ich war wirklich nicht im Negativen, auch nicht im Positiven. Ich war einfach überrascht, wie stellenweise heftig diese Serie ist. Wobei, bei dem ersten Einsatz des Monsters, muss ich sagen, da zeigt sich für mich dann auch eine Schwäche von Tim Burton. Oder vielleicht liegt es auch generell so, ist ja verstärkt gerade so in der Branche, dass das CGI irgendwie aufgrund der Überlastung von VFX-Studios so ein bisschen schwankt in letzter Zeit. Aber das fand ich dann hier nicht so gelungen. Das hatte was sehr Comic-artiges, ist vielleicht auch Absicht, aber das ist mir schon öfters bei Tim Burton-Filmen aufgefallen. Zum Beispiel einer seiner letzten Kinofilme, Die Insel der besonderen Kinder, der schwächelte auch in Sachen CGI. Das scheint nicht so Tim Burtons Steckenpferd zu sein. Ich fand das eigentlich ganz nett, dieses CGI von diesem Monster, weil ich gebe dir da recht, das sieht schon irgendwie ein bisschen seltsam, so ein bisschen comichaft aus, aber also aus meiner Perspektive wirkte das ein bisschen auch, als wäre es so absichtlich gewesen. Ja, es passte schon rein, es war jetzt nicht so wie in der Herr der Ringe Serie, wo ein Varg schon regelrecht süß anmutet, das nicht. Stilistisch findet sich's auch wieder, aber wie gesagt, für mich scheint da auch so ein bisschen so eine Schwäche von Tim Burton durch, die man von ihm kennt. Ja, wie gesagt, ich bin mir da unsicher, ob das dann eine Schwäche ist oder ob das halt wirklich nicht durchaus gewollt ist, so wie das Monster aussieht. Aber ja, es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es ist trotzdem, es ist so eine krude Mischung. Du hast auf einer Seite wirklich dann immer so diese furchtbaren Sachen und auf der nächsten Seite ist es wieder quietschbunt. Das wiederum ist ja ganz wirklich typisch Tim Burton. Ja, klar. Tim Burton kennt ja eigentlich nur 2 Farben.
Rabenschwarz oder knallbunt. Genau. In dem Fall hat es also ja wirklich, weil wenn du das Zimmer ansiehst mit der Mitbewohnerin, ist es ja wirklich zweigeteilt. Jetzt haben wir noch gar nicht so drüber geredet, worum es in der Serie eigentlich geht. Klar, wir wissen, als Wednesday Addams, die ist in einem Internat, da laufen halt Metawesen rum. Aber im Grunde des Herzens ist diese Serie eine Kriminalgeschichte. Jetzt so nach 4 Folgen, seid ihr, was diese Kriminalgeschichte gehypt? Guckt ihr deswegen weiter oder wollt ihr deswegen weiter gucken? Oder ist es mehr die Welt, die euch so ein bisschen gefangen nimmt? Ich glaube, es ist beides. Also, wie gesagt, zum einen gefällt mir die Serie und auch so der Look von der Serie und es scheint ja auch viel mehr Geheimnisse zu geben, als man am Anfang erwartet. Aber ich möchte schon auch wissen, was dahinter steckt, weil es gibt ja irgendwie so zwei ungeklärte Fragen, nämlich wer oder was ist dieses Monster? Und dann scheint es ja noch dieses Bild mit dieser Prophezeiung zu geben und diesem Pilgervater, wo ich noch nicht weiß, wie das eventuell noch zusammenlaufen wird, zusammenlaufen kann. Ja, auch im Hinblick auf die Familiengeschichte der Addams, ne, die dann ja da vielleicht auch ein bisschen zum Tragen kommt. Ja. Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt zwar weiß, wie reinzieht, aber ich möchte schon wissen, was da ist. Und ja, halt die ganze Stilistik der Serie. Also selbst wenn das jetzt nur irgendwie ein Kurzfilm wäre oder sonst was, würde ich das einfach durchfeiern, weil ich finde, dass Tim Burton hier wirklich zu sich zurückfindet. Also der hat ja in den letzten Jahren schon ein bisschen Lack gelassen, sage ich mal. Also ob es jetzt eben mit dem hier die Insel der besonderen Kinder war oder aber zuletzt dem Dumbo-Remake, was absolut kein schlechter Film war. Aber ja, man merkt halt, der Mann, der muss seine Flügel ausbreiten und sich entfalten dürfen. Und das lässt ihn Netflix auch. Und also ich muss auch sagen, ich war am Anfang ein bisschen falsch informiert. Ich dachte wirklich, Tim Burton hätte ja einfach nur den Piloten gedreht, wie man das ja eben kennt, weiß ich nicht, bei House of Cards mit David Fincher oder so. Klar, diejenigen, die Piloten drehen, die legen dann den Look und das Feel der Serie fest. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich die Hälfte der ersten Staffel inszeniert hat. Und das Ganze trägt wirklich durch und durch seine Handschrift, von der ganzen Stilistik, vom Produktionsdesign, vom Humor her. Und das alles bündelt sich für mich in der wirklich grandiosen Hauptdarstellerin, die ja wirklich auch keinen einfachen Job beziehungsweise kein einfaches Erbe anzutreten hat, ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja schon gesagt, dass die Christina Ricci auch eine durchaus wichtige Nebenrolle hat. Sie spielt ja auch eine Lehrkraft in dieser Nevermore Academy. Und wie gefühlt alle Figuren, die wir da etwas näher kennenlernen, hat die auch ein paar Geheimnisse. Finde diese, ich nenne es mal Staffelübergabe, finde ich geglückt. Finde ich sehr schön. Ja. Bin genau wie ihr auch gespannt, wie es weitergeht. Das ist bei mir auch so eine Melange aus, diese Welt fasziniert mich und macht mir Spaß. Und ich möchte halt auch wissen jetzt, wer oder was ist der Täter, Täterin? Und freue mich auch schon am Mittwoch, wenn ich die Serie dann weitergucke. Das Einzige, wo ich sagen muss, jetzt nach 4 Folgen, ich hatte das Gefühl, so eine Folge geht ja immer eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Folgen stellenweise ein bisschen langgezogen sind, was aber auch daran liegen könnte, dass ich davor halt eben mit The Bear und Mike auch Serien geguckt habe, die auch nur 8 Folgen haben, die aber allesamt nur eine halbe Stunde gingen und die es auch geschafft haben, das Narrativ sehr gut rüberzubringen, zu verpacken. Ich weiß nicht, ob das eine Netflix-Krankheit ist, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber wenn ich etwas wirklich kritisieren muss oder soll, dann ist es, dass die ersten 4 Folgen mir jetzt stellenweise schon ein paar Längen zu viel hatten. Ja, da kann ich mich persönlich tatsächlich anschließen. Ich habe die ersten beiden Folgen in einem Rutsch geguckt, aber dann die beiden anderen gestern Abend. Und es war auch so ein bisschen gut, vielleicht war ich auch schon ein bisschen müder, aber die gingen nicht so schnell rum. Und dabei, also der Pilot geht so rund eine Stunde und die anderen dann so alle eine Dreiviertel. Aber das hat sich, also kurzweilig ist die Serie nicht, was jetzt nicht unbedingt was Negatives ist. Ich finde es auch schön, in diesen, ja, halt einfach in dieses Universum irgendwie abzutauchen. Aber ja, es ist, also da merkt man vielleicht auch dran, dass Tim Burton hier zum ersten Mal wirklich an der Serie seine Finger hatte, ne? Ja, ich hatte jetzt ein bisschen anders Gefühl. Ich habe heute noch 2 Folgen gesehen, kann auch daran liegen, dass ich etwas wacher war als die bei den anderen Folgen. Aber ich brauche auch keinen Schlaf. Die dauern eine Dreiviertelstunde.
aber ich habe mir immer gedacht, okay, es kann jetzt nicht mehr so viel passieren, es müsste gleich vorbei sein, dann ging es noch 10 Minuten. Also ich war eher überrascht, also im positiven Sinn, dass das noch was erzählt wird. Es wird auch echt viel erzählt tatsächlich, es ne? Es ist viel, irgendwie viel drin in der Dreiviertelstunde, deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt müsste ja wahrscheinlich die nächsten paar Minuten aus sein. Und habe mich dann eben gewundert, dass es noch etwas länger lief, aber wie gesagt, nicht im negativen Sinn gedacht. Ja, mir fiel es vor allem bei der zweiten Folge auf, da hatte ich echt so das Gefühl, meine Güte, ich habe hier ja schon mehr erlebt als in der ganzen Herr-der-Ringe-Serie. Und dahingehend ist das Pacing eigentlich nicht schlecht, aber zugleich auch ein bisschen, ja, man merkt es, wie gesagt, ne, dass Tim Burton ein Neuling ist, was Serien anbelangt und vielleicht auch so gewiss das Pacing, ne? Sie lässt sich ein bisschen viel Zeit, aber ist es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube eher, dass ich das jetzt hier anmäkele, ist einfach ein guter Indikator dafür, dass sie mir dann doch sehr gut gefallen hat insgesamt. Ich will vielleicht noch erwähnen, dass wir jetzt ganz oft gesagt haben, Tim Burton, aber es gibt ja noch zwei andere wichtige Personen in den Hintergrund der Serie, nämlich Alfred Gough oder Gough und Miles Millar. Das sind ja die eigentlichen Showrunner, die haben ja zuvor unter anderem Sachen gemacht wie Smallville. Die sind ja auch große Addams Family Fans und ich glaube einfach, man merkt das auch. Also selbst wenn die Addams Family vorkommt, diese ganze Welt, ich möchte wirklich mehr davon sehen. Ich finde es wie gesagt schade, dass die Addams Family nicht wirklich präsent ist, aber wenn sie dann mal zu sehen ist in der ersten Folge, da ist es ja so, dass Catherine Zeta-Jones und Louis Gossman die Eltern spielen, dann passt das auch sehr schön. Ich habe hier also die leise Hoffnung, dass diese Serie sehr erfolgreich wird und wenn man den Werbeaufwand sich anschaut, den Netflix gerade aktuell betreibt, hoffen die das auch, dass vielleicht eines Tages ja gerne auch mal ein Film kommt mit der Addams Family. Das fände ich auch nicht schlecht. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Hätte ich Bock drauf. In jedem Fall. Also ja, ich glaube, ich kann durchaus ein bisschen damit leben, weil es ist halt, also ich meine, der Titel ist halt Programm. Es ist halt wirklich ein Spin-off über Wednesday. Und dass die, ja gut, dass die eigentliche Familie dann nur eher so am Rande vorkommt. Aber ich meine, also sie kommen ja wohl noch mal wieder. Also am Anfang sieht man ja eigentlich nur, wie sie die mehr oder weniger einfach nur da zur Schule bringen. Und da muss ich auch sagen, ich finde beide, also sowohl Catherine Zeta-Jones als auch Louis Gossman, das Wenige, was man von ihnen sieht, die sind großartig besetzt. Also das kann ich auch sagen, ich habe Lust, die Filme zu gucken, nachdem ich die Serie gesehen habe. Kann ich dir nur empfehlen, also die erste ist toll, der zweite, den finde ich sogar noch dezent Ticken besser. Ganz, ganz großartige Filme mit einem ganz hervorragenden Humor. Und das möchte ich vielleicht hier noch anmerken. Ich finde, dass Wednesday diesen Humor durchaus aufgreift. Ja. Aber sie erreichen nicht ganz die Klasse, finde ich. Das muss man sagen. Ich glaube einfach, das liegt auch ein bisschen an der Zeit, in der wir gerade stecken. Ne? Ich glaube, die 90er, da konnte man in Anführungszeichen sich ein paar mehr Sachen trauen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr seichten, aber gut verpackten schwarzen Humor mögt, dann bekommt ihr auch bei Wednesday da eine gute Dröhnung. Ja, also klar, die Serie ist jetzt nicht, wer weiß, wie garstig, aber es sind teilweise schon sehr makabre Spitzen drin. Und Jenna Ortega bringt es halt wirklich großartig rüber. Also also die Serie, die steht und fällt für mich eigentlich mit der Hauptdarstellerin. Ich kannte die ja wirklich noch gar nicht. Und man kann ja auch ein bisschen, ich meine, Christina Ricci ist ja irgendwie auch eine sehr ikonische Rolle von ihr. Und ich finde das, also, wenn man es nicht wüsste, dass jemand anders sie schon vorher gespielt hat, dann also, Jenna Ortega ist spitze, kann man nicht anders sagen. Ja. Sie macht es wirklich gut und theoretisch kann man halt einfach nur sagen, sie ist halt einfach knallhart ehrlich. Das stimmt, ja. Das stimmt. Genau. Wir müssen vielleicht noch den heimlichen Star erwähnen. Wer die Addams Family kennt, weiß, wer jetzt kommt. Was natürlich. Jetzt kommt. Ja. Also, für mich gab es in den alten Filmen immer zwei Lieblinge. Das eine war Large, der Butler, der jetzt hier aber nichts zu suchen hat. Und natürlich auf Platz 1, wir reichen uns die Hände, das eiskalte Händchen natürlich. Was, nicht Onkel Fester? Onkel Fester fand ich immer nett. Und ich weiß ja auch schon, wer ihn in Wednesday spielt. Aber den hat man in den ersten vier Folgen noch nicht zu Gesicht bekommen. Aber das eiskalte Händchen, das ja hier in Wednesday auch eine Art Upgrade bekommen hat. Denn das ist ja mittlerweile kein normales Händchen mehr, sondern das ist ja so eine Art Frankensteinhand, die mit irgendwelchen Narben da rumläuft. Einfach schön. Also ich mag allein diese ganzen Szenen, wenn diese Hand einfach so herumkrabbelt, das ist wunderbar. Ja, oder wenn sie dann eben mit Klopfen oder mit Morsezeichen dann sich verständigt. Ja,
Ja, so ausdrucksstark, ne? Also manchmal könnte man fast denken, dass Wednesday die einzige ist, die da förmlich Gesichtsausdrücke rausinterpretiert oder Stimmungen. Ja. Also, ach, grandios. Das, was man im Hinblick auf Tim Burton auch noch erwähnen kann, die ersten vier Folgen zumindest haben auch Danny Elfman als Komponisten. Also, wie großartig ist das bitte? Und der liefert auch wirklich ab. Ich glaube, wir haben alle drei relativ klar gesagt, wir würden eine Empfehlung aussprechen. Trotz allem würde ich jetzt gerne jedem von uns auch die Chance geben, eine Art Vorabfazit zu ziehen. Ich sag nochmal, ab dem 23. November könnt ihr euch die Serie angucken. Die 8 Folgen werden dann komplett bei Netflix veröffentlicht. Wir werden dann auch weitergucken. Und Theresia, wenn du willst, kannst du jetzt gerne dein Vorabfazit fällen. Wer mit den Addams Family Filmen groß geworden ist und Lust drauf hat, die zu schauen, tut es, auch wenn ihr eventuell etwas enttäuscht seid, weil eben nicht alle Mitglieder der Addams Family ständig präsent sind, sondern der Fokus, wie schon gesagt, auf Wednesday liegt, die eben in dem Internat ist. Der Look der Serie ist interessant, macht Spaß. Es ist eine Mischung zwischen gruseligen Szenen, zwischen bunten Szenen, zwischen Teenager-Problemen, zwischen mysteriösen Geheimnissen. Es ist eine sehr gute Mischung und ich habe wirklich Lust, auch noch die restlichen Folgen zu schauen. Ja, da kann ich mich anschließen. Es ist, ja, ich kann es nur noch mal sagen, es ist Tim Burtons eigenes Harry Potter und ich hoffe, dass er da noch einiges anderes von machen wird. Vielleicht gibt es ja dann auch mal irgendwie einen Spin-off-Film dann mit der Familie oder so, das wäre schön. Generell möchte ich mehr einfach auch von den anderen Familienmitgliedern möchte man schon irgendwie mehr sehen, aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Ich kann in jedem Fall eine Empfehlung aussprechen, insbesondere für diejenigen, die sich jetzt gedacht haben, bei, ich glaube, The School of Good and Evil, da hat ja Netflix schon mal irgendwie jetzt versucht, einen auf Harry Potter zu machen. Und vergesst das einfach und guckt Wednesday. Ich möchte euch da draußen nicht noch mehr Zeit stehlen, als wir sie so schon gestohlen haben, weil ich kann eigentlich nur das wiederholen, was meine beiden Vorredner ja gesagt haben. Deswegen, wie gesagt, dreimal eine Empfehlung von uns für Wednesday. Und nochmal, am 23. November startet die Serie bei Netflix. Das soll es jetzt hiermit gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Theresia und Dom dafür, dass sie mich hier unterstützt haben. Gerne. Denkt dran, Telestammtisch gibt es bei www.tele-stammtisch.de, außerdem bei Twitter, Facebook und bei allem, was bei drei auf dem Baum ist. Außerdem fänden wir es total toll, wenn ihr uns positiv bewertet bei Spotify oder sonstigen Podcatcher oder wie immer die Dinger heißen. Warum? Weil wir es verdient haben und dieser Podcast dafür ist der Beweis. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich wünsche euch noch was. Alles Gute und Liebe von mir, dem Stu. Dann sagt Theresia tschüss und dann der Dominik. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, ciao. Ich grüße jetzt das eiskalte Händchen. Bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht Terrifier 2 oder The Sadness, ja? Aber jetzt holst du aber hier Kaliber ab gleich. Barry Sonnenfilm aufgrund der Überlastung von VFX-Studios, meine Güte. So, mein Nachbar bohrt gerade. Boah, hör auf, du. Ich dachte mir schon, was höre ich denn da jetzt, ja? Oh, fuck, ey, jetzt fängt er an zu bohren, ich kann zu kotzen. Okay, machen wir weiter. Wo wir gerade bei Terrifier waren. Ja. ASMR, Stu goes ASMR hier, ja, ja. Eine Kriminalgeschichte, denn Wednesday Addams untersucht Mordfälle. Entschuldigung. Das Geheimnis des verhexten Bohrers. Boah, hör auf. Der baut gerade das Pilgrim World auf, habe ich ja das Gefühl. Das ist eine Sie, tatsächlich. Okay. Ja. So. Ja, ist der Coco Jumbo von Mr. President wird sich gewesen sein. Ja. Gerne jedem von uns auch die Chance geben, eine Art Vorabfazit zu ziehen nach vier Folgen Addams Family. Ach Quatsch, Wednesday heißt das Ding. Cornichons. Nee, Contenance heißt das, verdammt. Cornichons war zum Essen sind Gurken. Jetzt hast du aber wirklich eine Vorlage geliefert. Moment. Außerdem, Moment. Jetzt hab ich, Scheiße. Habe ich mich auch noch an meiner eigenen Spucke verschluckt. Der das hier. Oh. Was ist denn heute los? Okay.
Entschuldigung. Jetzt, Leute. Jetzt mit Albern. Ich hör auf. Ja. Oh. Ja. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.